ich habe dieses Gerät bei mir stehen, ohne ein Modul angeschlossen zu haben. Das funktioniert super. Es ist Wahnsinn. Und wie sieht die App aus? Hallo Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Moin Jan. Hi Chris. Und heute wird es wieder richtig spannend. Kanal abonnieren, Video schon mal liken, denn heute geht es um das neue System aus dem Hause Zendur. Neues Balkonkraftwerk, du hast es heute mitgebracht. Ja. Uns zur Verfügung gestellt. Richtig cool, Jan. Sehr gerne. 1A. Nach dem Intro geht's los. Auf geht's. Aber falls noch nicht geschehen, dann diesen Kanal jetzt abonnieren, die Glocke aktivieren, um keine weitere Folge mehr zu verpassen. Vielen Dank für deine Unterstützung. Also, viele kennen ihn schon. AB2000. Klassischer Speicher aus dem Haus Zendur. Auch kompatibel mit den Solarflow-Geräten, okay, die man vorher quasi immer hatte. Das war der Hub mit den Wechselrichter davor. Ganz klassisch, wie man es halt kennt. Und jetzt habe ich mich gewundert, wo ist eigentlich der Wechselrichter hin, Jan? Ja, Wechselrichter haben wir in dem Sinne nicht mehr. Wir haben den Speicher. Okay. Und haben jetzt den neuen Hyper 2000. Wow. Wow. Toller Name. Toller Name. Hyper, Hyper. Ja, letztendlich kann man vorhandene Akkus weiter benutzen oder man holt sich einen neuen Akku. Okay. Und die zusätzliche Intelligenz. Aber kann ich denn den alten Akku jetzt hier mit zusammenstecken? Ja. Geht das? Ja. Okay, cool. Kompatibel. Es gibt immer den 2000er, den 1000er, alle untereinander kompatibel. Kannst stecken, wie du möchtest. Okay. Und einfach den neuen Hyper 2000. Und ganz nach oben muss immer wieder der Kopf rauf. Genau. Mit dem integrierten Wechselrichter. Du sagst es, integrierter Wechselrichter. Cool. Ne? Super simpel. Wollen wir einfach mal kurz anstecken. Ich muss schon sagen, das macht auch von der Haptik und von der Optik. Ja. Weil es viele sagen, oh, das ist ja nicht so wichtig, aber ich finde, das macht wichtig. Schon ein bisschen was her. Ne? Weil hier habe ich jetzt den Vorteil, ich kann das Ganze auch in meinem Büro tatsächlich einfach aufstellen und mich darüber freuen. Ne? Dazu kommen wir gleich, Chris. Dazu kommen wir gleich. Habe ich ja bei dir schon gesehen. Ja, Aluguss, IP65, Akku IP65, integrierte Heizung, Klassiker, man kennt es, minus 20 bis 55 Grad, IP65 Schutz, das heißt, drin, draußen, egal wo. Ja. Super kompatibel einsetzbar. Wollen wir mal umdrehen? Ich habe auch gesehen, da sind ja Kabel dran, ne? Genau. Wie kann das denn sein, dass der da bei dir im Büro steht, obwohl du hier die ganzen Anstecker für deine Solarmodule hast? Das erklär mir mal. Das mache ich gleich, okay. Wir fangen mal an mit den Basics. So, können wir den mal drehen? Ja, klar. Oh. Gut, aber der wiegt schon ein bisschen was, ne? Der sieht leichter aus. Ja, aber natürlich. Ja. Lithium-Eisen-Phosphat-Zellen wiegen natürlich ein bisschen was hier. Das Ganze ist ja sehr, sehr massiv. Massiv, ne? Ja. Macht einen wertigen Eindruck, glaube ich. Doch, auf jeden Fall. Doch. Ja. Sehr schön verarbeitet. Ja. Wir haben hier PV-Input, AC-Input und Output. Okay. Also klassisch MC4. Wir haben hier zwei MPPT-Tracker drin. Mhm. Mit einer Eingangsleistung von 1800 Watt. Es lassen sich Module mit bis zu 550 Watt anschließen. Okay, hier können jetzt offiziell zwei Module ran, aber ich habe eine viel größere Eingangsleistung. Vier Module können da ran. Ach, vier Module. Oh, vier Module. Ja, vier Module können ran. Alles klar. Genau. Also ich habe mich gerade schon gewundert. Ja, klar, vier Module. Ja, gut. Sorry. Zwei MPPT-Tracker, vier Module. Ja. Vollkommen ausreichend, um ehrlich zu sein. Heißt, ich muss mindestens zwei Module in die gleiche Richtung stellen, damit es funktioniert und ich gleichstens Einbrüche habe. Ja. Vier MPPT-Tracker sind natürlich schon Luxus, aber so ein Luxus bringt zwei. Zwei. Ja. Meiner Meinung nach ausreichend, wenn man sie überhaupt braucht. Module lassen sich hier ganz klassisch anschließen, wie gehabt, läuft Netz und das war's. Mhm. Mhm. Jetzt haben wir ja schon ein bisschen geteasert. Man kann Module anschließen, muss es aber nicht. Wie soll das denn sonst funktionieren? Das ist ein System, was sich AC-seitig laden lässt. Okay. Das heißt, ich lade jetzt meinen Speicher über meine Steckdose? Genau. Und was bringt das jetzt? Dass du super flexibel bist. Das heißt, du schließt dir ein Balkonkraftwerk am Balkon an. Habe ich. Hast du. Kaufst du diesen Speicher. Läuft seit zwei Jahren. Stellst du diesen Speicher in dein Büro. Mhm. Und kannst direkt den Speicher über deine Hausleitung aufladen. Das funktioniert? Das funktioniert super. Brauche ich da irgendwie einen Shelly für? Oder?
Ja. Okay. Also ganz so einfach ist es nicht. Doch, es ist eigentlich super, super simpel. Wenn man diese AC-Ladefunktion nutzen möchte, braucht man entweder einen Celli 3EM oder Celli 3EM Pro. Ja. Den kann man im Sicherungskasten installieren lassen. Und dieser misst ja deinen aktuellen Hausverbrauch und deine Überschüsse. Ach so. Ja. Ach so. Und jetzt unabhängig davon, wie viele Balkonkraftwerke du hier irgendwo montiert hast, offiziell ja nur eins, genau, lädt der Überschuss sich automatisch in dieses Gerät. Heißt 800 Watt. 800 Watt gehen ins Haus, deine Küchenmaschine verbraucht 200, Standby-Geräte 100, sind 300 Watt, 500 Watt gehen automatisch dann in den Speicher rein, weil es Überschuss ist. Sollte man meinen. Okay. Dieses Gerät kann sich vollladen bis zu 1200 Watt. Okay. Das heißt, du hast einen großen Überschuss. Ja. Und schiebst alles da rein. Okay. Du hast es gerade in der Theorie, ich habe mehrere Balkonkraftwerke. Ja. Hat natürlich keiner. Ja? Natürlich nicht. Natürlich nicht. Na? Aber in der Theorie, sagen wir, wir haben zwei, drei Balkonkraftwerke. Genau. Hab hier 800 Watt. Dreimal, viermal. Das ist dem komplett egal? Komplett egal. Okay. Weil das, was zählt, ist der Wert im Sicherungskasten. Aha. Aha. Aha, da wird es spannend. Da wird es richtig spannend. Das heißt, ich habe dieses Gerät bei mir stehen, ohne ein Modul angeschlossen zu haben. Das funktioniert super. Es ist Wahnsinn. Und wie sieht die App aus? Gut. Nein, tatsächlich ist das alles echt gut gemacht. Ja, okay. Also die App funktioniert gut. Die Einrichtung war super simpel, ja. Aber da komme ich nachher noch zu, weil da waren noch ein paar kleine Punkte, die man wissen muss, damit es gleich funktioniert. Okay. Und ich habe ihn jetzt seit rund 5 Wochen in Betrieb und kann nichts Schlechtes sagen. Laden und entladen rein AC-seitig. Okay. Weil auf meiner Garage, wo mein Balkonkraftwerk liegt, du kennst es, habe ich keine Möglichkeit, einen Speicher aufzubauen. Bringt natürlich auch Vorteile. Die Leute, die jetzt sagen, ich habe meine Module, ich möchte das gerne irgendwie alles beim Modul führen, ne, habe ich weiterhin die Möglichkeit, das Ganze über den integrierten Wechselrichter zu betreiben. Genau. Aber wenn ich jetzt sage, ich habe ein altes System, ey, ich lasse die Finger davon, ich habe das alles machen lassen, ich möchte einfach nie wieder ran, das läuft 1A, dann stecke ich mir das einfach in die Steckdose rein, brauche noch ein Shelly 3M und dann füllt sich mein Speicher. Über Nacht zieht sich dann die Energie natürlich wieder aus meinem Speicher raus. Genau. Wie viel Speicher habe ich denn jetzt in dem Kopf drin, nenne ich ihn mal? Also in dem Kopf ist rein die Intelligenz. Okay, da ist kein Speicher drin. Okay. Gar nichts. Also brauche ich diese massiven Körper hier, um die zu erweitern. In dem Fall ist es der AB2000 mit 1920 Wattstunden. Okay. Dieser lässt sich bis zu 4-mal unter diesem Gerät stacken. Oh, heißt, ich kann weiter aufstocken? Ja. Also habe ich 4, okay, das ist cool. Das ist cool. No? 4. Genau. Also kann ich schön hier dann hast du stapeln. Grob über den Daumen über 7 Kilowattstunde, die du mit diesem Gerät aber treiben kannst. Aber ich kann es theoretisch auch weiterhin übertreiben, oder? Sagst du nicht, man kann die noch ineinander, mehrere und so? Da kommt was. Habe ich irgendwie mal gesehen. Ja, ja. Es gibt die sogenannte Zenlink-Funktion. Die ist von Zendur. Ja. Das ist ein Receiver, den man sich noch aufstellen kann, der mit weiteren Hyper 2000 Einheiten kommunizieren kann. Okay. Und du kannst bis zu 3 Hyper 2000 mit jeweils 4 Speichern auf 3 Phasen, halt dich fest, bis zu 23 Kilowatt speichern. Das ist heftig. Das ist richtig heftig. Das ist heftig. Also theoretisch kann ich das Ganze ja schon in meinem, ich sag mal, meiner großen PV-Anlage integrieren. Ne? So ist bei Balkonkraftwerk ist es dann ja nicht mehr. So das ist es. Ja kein Verhältnis mehr. Dieses Gerät ist nutzbar von bis. Ja. Ich sag mal, die meisten fangen ja klein an mit einem Balkonkraftwerk und läuft auch alles, speichert ein bisschen schön und man hat da 1-2 Batterien von. Und ich weiß nicht, wie du vor 2 Jahren gesagt hast, ich kaufe mir jetzt 1 kW, das ist zwar ein bisschen teuer, aber ich teste das jetzt mal. Und dann kommt ja noch dieser gewisse Fun-Faktor dazu. Ja. Die Anlagen werden ja immer größer. Und solltest du dich jetzt entscheiden, mal eine Anlage zu nehmen, die du auch anmelden musst, weil sie einfach größer wird, hast du die Möglichkeit, hiermit aufzurüsten. Jetzt interessiert es mich aber mal. Standardsysteme geben 800 Watt an dein Netzwerk ab. Ja. Wie schaut es denn hier aus? Ist hier eine Sperre drin bei 800 Watt? Oder? Ja.
Ja? Tatsächlich. Okay. Also du kannst 1800 Watt mit DC reinfeuern. Ja. 1200 Watt mit AC hier reinladen. Okay. Aber aus dem Gerät gehen maximal 800 Watt. 800 Watt. Okay. Ich sag mal, je nachdem, welche Landeseinstellung man hat. Ach, das kann man anpassen. Heißt, wenn ich jetzt im Ausland leben würde, könnte ich da ein bisschen mehr?